was wir gerne teilen. Also jedenfalls nicht essen. Nee, essen, da kriege ich immer Ärger mit Jana. Aber sonst teilen wir ganz viel Zeit im Bett zusammen und ganz viel Zeit leider im Moment im Flieger und im Auto. Am Telefon, sowas. Ja, ne? Das ist gerade das, was wir teilen. Wer ist der größere Geber und wer ist der größere Nehmer? Oh, das ist schwierig. Wir sind beide. Jana ist ein ganz großer Geber. Du aber auch. Ja, und das ist ganz... Ja, wechseln wir uns eigentlich ab. Also das ist ganz gut aufgeteilt, ne? Nee, das ist schwierig zu sagen. Also bei uns ist das sehr... Also Jana ist zum Glück nicht so eine Frau, die davon ausgeht, dass ich der große Geber bin und alles sich bezahlen lässt. Das will sie nicht. Und das finde ich auch auf eine Art ganz gut. Ja. Was haltet ihr von diesem Trend? Das finde ich an sich natürlich eine super Sache. Ja, ich glaube, dass das Problematische nur ist, dass das im Großen dann auch tatsächlich funktioniert. Ist, glaube ich, ein Traum, der schön wäre, wenn es so klappen würde. Aber das, ich glaube, im tiefen Inneren ist der Mensch leider viel zu viel Egoist, dass das dann doch klappt. Und wollte noch ein Geheimnis mit uns teilen. Ein Geheimnis? Kommt drauf an. Irgendwas? Irgendwas? Ja. Was noch keiner weiß. Nee. Ich habe Hunger. Ja, tolles Geheimnis. Nee, weil du weißt doch, die Leute beim Fernsehen verkaufen ihre Geheimnisse immer nur ganz viel Geld an irgendwelche Zeitungen und deshalb können wir das aber hier... Aber wir hätten leider gar kein Geheimnis zu machen. Nee, Moment, ist scheiße. Wir haben leider kein Geheimnis. Nee, wir sind total furzlangweilig, wir haben keine Geheimnisse. Sag nichts. Nein, alles gut. Guck mal, kein Ring, das ist immer das Geheimnis schlechthin. Sie ist nicht schwanger. Nee. Wir sind nicht verlobt. Was kann noch passieren? Trennen tun wir uns auch nicht. Nee, also nicht heute.